Der Marathon mit der Politik ist ja eher homöopathisch, wohl dosiert, aber Sie sind auch schon mal einen Marathon am Stück gelaufen, vor gar nicht allzu langer Zeit. Nicht wirklich. Joggen ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich habe nur die Aufstellung zur Kandidatin für den Bundestag so als meinen persönlichen Marathon irgendwie auch definiert, weil das auch für mich, hier im übertragenen Sinne. Genau, das okay, war im übertragenen Sinne, weil das für mich wirklich so eine Strecke war, wo es klar war, man muss auch durchhalten und man muss dranbleiben, und da habe ich das damals auch als Marathon bezeichnet. Die Freude wahrscheinlich ähnlich groß wie der Zieleinlauf beim Marathon, als es dann mit der Wahl geklappt hat. Genau, das war natürlich ein toller Abend, trotz der nicht so guten Ergebnisse, die wir ja bundesweit auch als SPD hatten, aber wenn man so seinen Wahlkreis gewonnen hat und auch nach vielen Jahren, in denen wir den nicht gewonnen haben, war das natürlich ein tolles Gefühl. Wo kommen Sie jetzt gerade her? Ich komme gerade von einem Gespräch mit einem familienpolitischen Verband, und das ist ja so, gehört ja zu unserem Arbeitsalltag von uns, sich auch mit denjenigen zu treffen, die Anliegen an uns haben. Sind Sie schon richtig angekommen im politischen Berlin? Bundestagsgeschehen? Ja, ich würde sagen, angekommen kann man es schon nennen. Ich kenne zumindest jetzt mal die Wege. Schon mal viel wert. Viele Leute getroffen und so. Und natürlich gehört da noch viel mehr dazu, aber ich würde sagen, angekommen bin ich jetzt. Wie ist Ihr Fazit nach den ersten 6 Monaten mehr oder weniger? Dass es natürlich total Spaß macht, dass es super spannend ist. Aber wir hatten ja jetzt auch eine besondere Situation. Und deswegen kann ich da noch nicht so ein richtiges Fazit ziehen. Was hat Sie am meisten überrascht in den ersten Wochen? Was hat mich am meisten überrascht? So Innenleben im Bundestag, womit Sie vielleicht so gar nicht gerechnet haben. Eigentlich habe ich mir das schon auch so vorgestellt. Was mich natürlich überrascht hat oder womit man nicht rechnen konnte, war, dass die Regierungsbildung jetzt doch so verläuft, wie sie verlaufen ist. Mhm. Wie sehen Sie den Koalitionsvertrag? Haben Sie dafür oder dagegen gestimmt? Ich habe mich nach langem Ringen und nach langem Diskussionen auch mit meinen Mitgliedern vor Ort dafür entschieden, gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen, weil ich einfach der Meinung war, dass so der große Politikwechsel, von dem wir eigentlich oder für den ich auch gestritten habe, im Wahlkampf, dass der da nicht zu finden ist. Trotzdem bin ich jetzt der Meinung, oder trotzdem will ich mich jetzt mit all meiner Kraft und Leidenschaft dafür einsetzen, dass wir auch gute sozialdemokratische Politik in dieser großen Koalition umsetzen. Sehen Sie dafür eine gute Grundlage grundsätzlich? Ich glaube, das ist ja auch mehr so eine übergeordnete Entscheidung gewesen. GroKo ja, GroKo nein. Aber so an konkreten politischen Punkten, sehen Sie da Aufhänger? Absolut. Also ich sehe das in meinem Politikbereich, wenn es darum geht, wirklich auch Familienpolitik zu machen, sehe ich, dass wir viele, viele gute Maßnahmen in diesen Koalitionsvertrag auch als SPD vor allen Dingen reinverhandelt haben. Und ich freue mich darauf, das auch umzusetzen. Sie sind ja auch im Familienausschuss. Genau. Ist das genau Ihr Ding? Wollten Sie da auch rein? Absolut. Also das war der Ausschuss, in den ich von Anfang an rein wollte. Und ich bin total froh, dass das geklappt hat. Können Sie schon sagen, was mehr Spaß macht? Plenum oder Ausschuss? Da wäre ich mit einer Bewertung auch noch vorsichtig, so viel Ausschuss. War ja noch gar nicht. Hatte ich noch nicht. Ich glaube, dass die Diskussionen an beiden Stellen sehr spannend sind. Im Ausschuss ist es natürlich sehr fachpolitisch und für uns Fachpolitiker dann spannend. Im Plenum sind die grundsätzlichen Debatten für mich sehr spannend, gerade wo man momentan ja beobachten kann, dass wir uns auch sehr stark mit der AfD auseinandersetzen müssen an der Stelle. Und da hat man ja auch schon viele tolle Debatten erlebt, wo wirklich Menschen auch ihre Meinung klar gemacht haben, und das finde ich auch sehr spannend. Sie haben auch schon Ihre erste Rede gehalten. Genau, ich hatte sogar schon 2 inzwischen und da hatte ich auch die Chance, der AfD auch nochmal klar zu machen, dass wir diejenigen sind, die für Frauenrechte einstehen und nicht sie. Die AfD instrumentalisiert das an vielen Stellen, um zu hetzen, um Minderheiten gegeneinander auszuspielen, und dazu sind wir nicht bereit, und da werden wir uns immer dagegen stellen. Wie sind Sie generell zur Politik gekommen? Das ist eigentlich so, dass ich sehr früh mich dafür eingesetzt habe, dass es keine Unterschiede zwischen den Menschen gibt, egal wo sie herkommen, egal welches Geschlecht sie haben oder
wie sie aussehen. Das waren für mich alles ganz früh schon so Themen, weil ich selber so gemerkt habe, ich hatte mit 16 hatte ich mal blaue Haare und habe natürlich dann auch früh gemerkt, dass man da schon auch komisch angeguckt wird und so. Und dann habe ich ganz früh für mich entschieden, dass ich mich immer dafür einsetzen will, dass Menschen auch überall die gleichen Chancen haben, die gleichen Teilhabechancen, die gleichen Startchancen, egal wo sie herkommen, welche sexuelle Orientierung sie haben. Und das waren die Themen, die mich eigentlich zur Politik gebracht haben am Ende. War Bundestag schon so ein Ziel vor Augen, dass Sie gesagt haben, da wäre ich gern mal irgendwann? Eigentlich nicht. Also eigentlich war mein Ziel immer einfach, mich zu engagieren. So, und dass das jetzt alles so gekommen ist, ist natürlich aber super. Sie haben ja einen Preis bekommen für herausragendes Engagement von Kommunalpolitikerinnen. Sie kommen jetzt aus dem Saarland. Genau. Ist das auch ein saarländischer Preis oder ist der deutschlandweit richtig? Das ist ein deutschlandweiter Preis. Okay. Der wird vom Familienministerium ausgegeben. Für Frauen in der Kommunalpolitik, die sich vor allen Dingen auch für Gleichstellung einsetzen in ihren Kommunen. Und ist auch ein überparteilicher Preis und ist gedacht zur Förderung von Frauen, weil wir ja gerade in der Kommunalpolitik sehen, wie gering der Anteil von Frauen in den kommunalen Räten ist. Ist das, ja? Das ist so. Okay, das ist, ich glaube, deutschlandweit liegt es bei 25%. Und das ist für mich natürlich auch ein Thema, wofür ich mich total gerne einsetzen will, dass wir endlich dahin kommen, dass Frauen und Männer auch an der politischen Gestaltung gleiche Teilhabe haben. Das ist ja auch im Bundestag dieser Legislatur auch wieder der Anteil der Frauen nach unten gegangen, ne, im Vergleich zu den letzten Legislaturperioden. Genau. Also wie in vielen Bereichen Luft nach oben. Absolut. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes, ein Themensprung, an Ihr erstes Musikkonzert, bei dem Sie waren? Mein erstes Konzert? Ich muss es ja jetzt zugeben, es waren die Backstreet Boys. No, okay. Wann war das? Das ist schon ein bisschen her, aber da gebe ich zu, da war ich Fan. Okay, und die erste CD? Die erste CD war Stevie Wonder. Da war ich sogar dann schon so ein bisschen bei dem Musikgeschmack, den ich heute eher habe. Und das war die erste CD, die ich mir selber gekauft habe. Ja, vielen Dank für die 400 Meter. Hat Spaß gemacht. Und die Frage ist, haben Sie noch eine Kollegin oder einen Kollegen, den oder die Sie empfehlen würden, für das nächste Interview mit mir? Ja, ich kann nur empfehlen, sich mal mit Wiebke Eskert zu unterhalten. Auch eine junge Frau aus meiner Fraktion, mit der es bestimmt auch Spaß macht, sich zu unterhalten.